Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Jetzt bin ich Level 33, also ja, drei Level gemacht, bisschen mehr als drei Level gemacht. Und es geht eigentlich recht gut in diesen Levels. Man muss nur wissen, wie man es macht und vor allem, man muss langweiliges Zeug machen. Zum Beispiel Reisquests oder einfach mit dem Beshi halt recht schnell Monster killen. Und dann geht's. Aber der Beshi ist zwar nicht die stärkste Klasse, also killt die Monster nicht so schnell wie zum Beispiel ein Barbar. Aber es geht, also. Wenn ihr einfach momentan schaut, ja, die Videos sind jetzt wieder ein bisschen abgeflacht von der Langeweile und so. Das haben die mir aus der Taverne auch gesagt. Es sei jetzt natürlich nicht gerade so spannend. Aber erstens möchte ich ja mit dem Jäger auch nicht immer nur die ganze Zeit Gegner pullen. Gegner angreifen, mit Pfeilen wieder abhauen. Das ist für mich langweiliger, als jetzt zum Beispiel einen Charakter zu leveln wie der Dragodian, der momentan erst Level 33 ist. Und ihr dürft jederzeit sagen, wenn es irgendwie langweilig ist oder sonst irgendwas, das Spiel bietet halt momentan nicht mehr. Also ich bin halt nicht der, der mega viel spielen kann und auch sehr schnell spielen kann, weil ich keine EXP Booster einsetzen kann oder auch nicht so mit der Community etwas zu tun habe, weil die meisten Leute sind wie bei RTL sehr asozial. Und das sage ich jetzt nicht für die Leute, die es nicht sind. Nur die Leute, die es sind. Aber in der Taverne wird zum Beispiel bei mir gerne rumgeritten, weil ich viele Videos mache über Regnum. Und die auch sehr viel anspruchsvoller und toller sind. Ich rede zumindest auch. Weil viele Regnum-Videos haben übrigens mehr als doppelt so viele Dislikes und so Sachen. Und ich komme ja mit ein paar Haters noch zurecht. Also mir ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich mal sechs im Durchschnitt Likes habe und zum Beispiel davon noch drei Dislikes. Also es ist völlig in Ordnung, wenn die das halt auch machen wollen. Aber sie können ja auch das Video schauen und dann merken, dass ich jetzt das Video, das Spiel nicht immer runter mache und so. Aber im Allgemeinen kann ich halt auch sagen, dass das Game halt jetzt nicht immer so richtig spannend ist. Für mich. Es ist zwar richtig spannend, also spannend nicht, aber ertragreich, also dass ich spielen möchte. Aber für viele Leute, die auch Besseres gewohnt sind, ist Regnum halt nicht genau das Projekt, das sie unbedingt auch zum Spaß haben wollen, oder? Sie schauen mich am meisten, weil es interessiert, was ich so erlebe. Und dann gibt es eben diese Forum, also diese Tavernen. Ja, Leute, die in der Taverne hocken, nichts wissen, was zu tun ist, dann auf Spieler losgehen, vor allem eben auf Let's Player, und dann meinen, sie seien die Coolsten. Ja, ihr könnt es machen. Aber eben mich stört es nicht, es tut sogar also, ja, es tut mich unterstützen, was ihr macht. Dann unterstützt mich weiterhin, wenn ihr denkt, ja, ihr dürft mich plagen, dann macht es. Aber so irgendwelche Sachen, ich habe jetzt in den letzten paar Tagen Ihnen ganz genau geschildert, was ich davon halte und wie es wirklich auch Auswirkungen hat. Und die Leute haben nichts anderes zu tun, als irgendwelche asozialen Sachen noch zu bereden, die eigentlich gar nicht so wichtig sind oder irgendwie sie auch weiterbringen. Stattdessen haben sie es wahrscheinlich auch eingesehen, dass der Drago oder gar nichts anbeißen lässt, oder? Von dem eigentlich auch gar nicht viel handelt. Ja. Also eigentlich bin ich ja nicht der Schuldige, das sind ihr. Ihr macht ja irgendwelchen Blödsinn mit Let's Playern. Das juckt mich eigentlich nicht. Also, eben, wie gesagt, ich bin öffentlich, ich sage meine Meinung. Das Spiel ist nicht immer so toll. Wenn ihr etwas dagegen habt, dann zeigt doch in den Kommentaren, dass ihr das Spiel mögt. Wenn ich irgendwas nörgle, wie zum Beispiel, ja, das Spiel macht jetzt gerade nicht so viel Spaß, oder? Ich kann jetzt momentan das nur, was Spaß macht, nicht so machen. Dann schreibt in die Kommentare, wieso ihr das Spiel doch gut findet und nicht so die Meinung seid, wie ich es bin. Das ist viel besser als gleich herumnörgeln.
Ihr habt irgendwie das Gefühl, ja, der Drago muss irgendwie bestraft werden, da, weil er das Spiel ein bisschen weniger gut rated. Aber ich bin es ja nicht, der 54% von 100 gibt. Das ist die Databank. Und die macht die Durchschnittswertung nur 54. Gut. Ich habe das Spiel eigentlich ziemlich gerne. Also ich würde jetzt auch ein paar Kritikpunkte sagen, aber das ist eher technischer Natur oder ja, ein bisschen Spielspaß Natur. Aber nicht irgendwie, dass das Spiel schlecht ist. Das habe ich noch nie gesagt. Die Leute haben in der Taverne gesagt, ich würde sagen, das Spiel sei ein grottenschlechtes Spiel. Ich würde die ganze Zeit die Spieler irgendwie angreifen oder so. Und ich würde mich cool finden, wenn ich irgendwie einen Level 60er Schütze besiege. Aber das war ja wirklich, ja, ziemlich ein harter Brocken. Ich hätte fast verloren sogar. Sagen Sie, dass er hatte weiße Items. Aber wieso machen die anderen Schützen dann auch nur 400 Schaden an mir? Das ist einfach so, dass der gut equipped war, aber nur Stuns dabei hatte und deshalb verlor, weil ich die ganze Zeit diese Tollwut hatte, diesen Skill namens Tollwut anhatte. Deshalb habe ich gewonnen. Das war Skill. Ich habe den immer richtig eingesetzt. Also ich habe auch schon viel gestunt, aber ich habe es dann immer eingesetzt, wenn er die Stuns wieder ready hätte gehabt. Also ja, er konnte sie ja dann nicht wieder einsetzen wegen der Tollwut. Also er hat sie schon eingesetzt, aber bei mir hat es keine Wirkung wegen der Tollwut. Also, liebe Leute, wenn ihr nörgelt, dann macht es doch richtig. Tut doch wirklich mal das nörgeln, was auch bei mir richtig falsch ist. Aber ich habe halt auch nicht so viele falsche Sachen. Also, es ist. Oh, ich habe nicht abgegeben. Vor lauter Reden jetzt schon wieder. Ja, ihr seht's. Also, ich mache mir sehr viel Gedanken darüber und für mich macht das überhaupt nichts aus, Gedanken darüber zu machen. Seid ihr auch mal fleißig und macht euch auch Gedanken, bevor ihr irgendwelche Sachen nörgelt an mir. Ich bin ja so ein armer, also ich bin ja so ein böser Mensch und mache das Spiel runter. Dabei unterstütze ich das Spiel schon seit 1000 Stunden oder mehr. Also bitte, ich bin gerne ein Regnum-Spieler und ich mag den Regnum auch. Ich mag auch viele Spieler. Aber wenn ich mal irgendwie auf irgendwas einrede, dann meinen immer gleich alle, ich würde irgendwie böse über das Spiel berichten oder über Spiele oder so. Aber ihr habt ja genau bewiesen, dass ihr schlechte Spieler seid, weil ihr auch direkt auf mich zugegangen seid und mich kritisiert habt. Jetzt weiß ich, dass ihr nicht so gut spielt oder nicht so gerne andere Leute habt, die ein bisschen etwas Negatives über das Spiel reden. Aber ihr redet ja nie negativ über das Spiel. Ja, ich weiß. Ihr seid ja voll die Fanboys. Also bitte. Einfach mal auch selber die Schuld erkennen. Als immer auf andere losgehen. Das ist, als würdet ihr, ja, irgendwo in einer Scheinwelt sein. Fantasy, in einem Wunderland oder so. Und alles den anderen in die Schuhe schiebt. Ja, macht es. Aber am besten bitte nicht bei mir. Ja, ist ja klar. Und dann schauen Sie immer meine Videos nicht ganz und sehen nur die Kritik. Aber eigentlich tue ich ja immer, vor allem in der Mitte und am Ende des Videos, eigentlich wieder tolle Sachen sagen. Aber das ist einfach zu bereden, oder? Das sage ich halt einfach auch, was jetzt nicht so schwer ist. Also ich finde jetzt das toll, dass man so schnell levelt. Also das habe ich schon wieder, weiß nicht, zwei, drei Balken hier bekommen. Und freue mich auf weiterhin Reichsquests, weil ich werde bald ja am Strand leveln können. Jetzt sind sie leider, glaube ich, noch orange oder gelb. Und deshalb geht es noch nicht so gut. Aber wir können jetzt gleich zum Strand gehen und so. Ich wollte ja noch im Rest des Videos mit dem Jäger ein bisschen kämpfen. Deshalb gehen wir doch jetzt einfach rüber zum Jäger und machen den Rest des Parts auch toll. So, schauen wir mal bei Handel, ob irgendwas für ein Bäschchen gut ist. Angriffsgeschwindigkeit ist ziemlich gut, aber ist zu schwach. Abendbessern. Ja, 57 mit 5 Aussprechgeschwindigkeit. Also, wir gehen rüber. Der Gaso. Den habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern schon mal gesehen. Ich habe einen Clan, ich habe geholfen in einem Clan, jetzt ist er wieder weg. Die haben den Clan so viel gelöscht, irgendwie Asgardians of the Alastor haben sie geheißen oder so. Und das ist schon wieder weg, oder? Sie haben mich auch gekickt, weil sie haben alle verloren. Nur ich und der Gründer war noch dabei.
Finde ich schade, weil ich habe recht lange dem geholfen, Spiele zu suchen. Und wir hatten es geschafft, dann noch ungefähr nach 5 Stunden. Und die haben ein Event scheinbar. Am Abend 13. Genau sehe ich das nicht. Also so viel Spanisch kann ich noch nicht. Aber um 22 Uhr. 22 Uhr da. Plus 5 Stunden. Am 3 Uhr morgens muss ich bei denen sein. Okay. Ich werde es mal machen. Um 3 Uhr morgens. Ja gut. Jetzt sind wir leider hier. Wieso bin ich hier? Ah, wegen den Reichsquests. Ja. Ich habe jetzt auch ein paar Reichsquests gemacht, weil es auch irgendwie noch schneller geht als Warzone Leveln. Irgendwie ist das Spiel halt ein bisschen broken. Aber das mag ich. Es ist einfach andere Sachen, die langweilig sind, viel mehr XP geben als Warzone. Momentan, weil man sowieso nicht so viele Gegner killen kann. Weil die ja nicht gekillt werden von anderen. Ich bin immer der, der sie an. Viper Strike, verstreckter Pfeil schießt, aber sie gar nie getötet werden, deshalb bekomme ich auch keine XP, weil ich nur mit Viper, also mit verstreckter Pfeil, gar nicht so ja, Schaden mache, oder? Ist ja klar. Das ist ja eher ein Langsamkeitspfeil. Und ja, jetzt schauen wir einfach heute Abend, ob wir noch ein bisschen XP bekommen. Im Rest des Videos. Und ja, heute war eigentlich geplant, ich mache wirklich Rechnung Livestreams. Aber jetzt so in der Warzone möchte ich doch eher momentan noch ein bisschen, ja, eigentlich schon immer, ein bisschen mehr Videos machen, weil sonst könnt ihr ja mich immer abfangen oder so Sachen. Ist ja nicht so toll, also lieber auch Videos machen. Und die Videos dann immer ein bisschen später hochladen. Aber ich werde sowieso viel in Fallen laufen, das ist klar. Deshalb bin ich jetzt auch gar nicht so motiviert, Level 60 zu sein und alle Gegner zu killen. Die gehen dann nur noch auf mich. Aber das ist klar, ich bin Public, ihr nicht, und ihr dürft das auch machen. Ist nicht so schlimm. Ich verliere gerne. Und ja, von mir aus könnt ihr mich auch kritisieren. Ich sei ja so schlecht und gewinne gegen einen Schützen. Wenn ihr das Level hättet und die Items, dann würdet ihr verlieren gegen die Schützen. Und gegen die Jäger. 100 Pro. Ihr würdet nicht mal wissen, wie man den Stunts ausweicht. Also nicht mal, dass Tollwut überhaupt so ein geiles Kill ist. Also einfach mal bedenken, wie gut ihr abschneiden würdet. Dann würde es natürlich auch so sein, aber eben. Ist so, also man tut lieber andere nerven als sich selber. Das ist klar. Dem ist es auch ihr Recht, also man dürft ja asozial sein. Ich sage nur, es ist ziemlich asozial und ziemlich, ja, borderline. Aber das hat fast jeder heutzutage, also viele haben borderline und merken nicht mehr, wenn sie selber nicht klarkommen mit sich selber. Aber ich bin zum Glück immer verschont worden, eigentlich. Bis jetzt vor ein paar Wochen es angefangen hat. Mich stört es nicht. Es ist einfach für mich ein bisschen neu gewesen und ich habe sehr viel gelernt dadurch, die Necker. Ich habe sozusagen, mich trainiert gegen die Psyche von anderen. Aber wenn sie dann wieder nörgeln, oh, ich hätte gesagt, sie seien asozial und so, dann fühlen sie sich wieder angegriffen, dann fühlen sie sich wieder angesprochen und dann haben sie wieder das gleiche Problem. Oder sie haben noch mehr Probleme mit ihrer Psyche. Das ist wirklich, ey, das sind kleine Kinder. Sonst würden sie das gar nicht machen. Und das ist eben das Problem, oder? Das Spiel macht hat auch ein bisschen etwas gegen die Psyche von anderen. Es langweilt und fängt man an, irgendwie andere zu necken.
Das ist doof. Wer ist denn da? Ah, ist die da? Kenn ich nicht. Jason Santos kann ich haben. Okay. Also seid ihr gut genug? Das sind normale Leute und er ist schwer, okay. Das ist. Der ist glaube ich 60. Das ist einfach und schwer. Okay. Level 50 ist es glaube ich nur noch anspruchsvoll. Level 60. Schwer. Sehr einfach. Der wäre für mich. Wieso habe ich jetzt wieder nicht geschossen? Nee. Jetzt. Mann, das Abbrechen. Was macht denn eigentlich der da? Ist der am Laggen? So, nochmal seine Spitze. Ich verteile gerne Spitze. Ja, ich werde bestimmt wieder nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe viel zu wenig Reichweite. Die anderen haben viel mehr Reichweite. Kann es nicht sein, dass wir da verlieren, wenn ihr so nah rangeht? Dann die einen. Und macht weiterhin. Also ich spiele jetzt eher safe. Den haben wir auch nochmal getroffen. Wieso schießt du nach hinten? Habt ihr das gesehen? Der Pfeil ist nach hinten gegangen. Das ist nicht vom Gegner gewesen, das ist das verzögerte Pfeil gewesen, der viel zu verzögert war. Den haben wir auch nochmal markiert. Wenn wir keinen Schaden machen wegen dem Energieschild. Oh ja, und den Spray wieder einsetzen. Ich muss den auch immer einzusetzen, aber ich muss den Hexenmeister haben dafür. Immer wenn ich schießen will, dann geht's nicht. Ja, ich muss weniger schnorren. Mit diesem Schuss. Grenfusenpfeil weniger schnorren. Der ist einfach zu langsam, die Gegner sind immer zu schnell wieder weg. Weil sie auch ein bisschen verzögert bei mir angezeigt werden wegen der Latenz. Ich habe immer noch schlechtes Internet. Scheinbar ist da irgendwas nicht so richtig gegangen mit dem. Mit unserem Antennenzeugs da oben auf dem Dach. Naja. Der eine Goal geht wieder. Ja, du bist normal und gehst so weit nach vorne. So verliert man immer wieder Leute. Ja, die haben weit weg. Die gehen wieder zurück in ihr Land. Verstecken sich. Da sind sie wieder. Jetzt teilen sie sich auf. Sie teilen sich. Nein, sie gehen doch auch nach links. Aber das ist immer gut, wenn sie sich aufteilen. Aber ich bin eben sehr squishy. Ich gehe jetzt nicht immer zuvor. Wenn ein Barbar mich angreift, bin ich wahrscheinlich sofort tot. So, der ist tot. Der erste Kill. Wow! Nicht ein Pfeil auch zum Aufheben. Da. Dass man irgendwelche Buffs aufhebt von ihm. Dann habe ich das gerade gesehen. Da hat irgendwie gleich gar keinen Buff mehr gehabt. So, 6 und 2. Ja, das ist normal gewesen. Sehr gut. Also 2 von. Die Gott, der geht immer alleine. Der Todesgott oder was? Ja, ist wirklich der Gott der Töter, des Selbstmordes. Von Null aus. Das ist ein Schätzchen. Was ist das wieder für eine? Ja, geblockt. So, nochmal schlafen legen. Greift ihn mehr an.
viel mehr Ritter töten können. Jetzt. Jetzt nehme ich den Schatz. Jeder ignoriert Schätze nur ich. Ich sammle sie ein. Ein bisschen extra Geld ist immer gut. Wow, sogar sehr viel Geld. Ist immer praktisch. Ja, ja. Soll ich mal ein bisschen forschen? Ich forsche mal ein bisschen. Ein Bogenschützen und ein Krieger. Also der Ritter und dann was noch ein Bogenschützen. Schützen wahrscheinlich. Da ist wieder einer. Ja, die Reichweite stimmt halt nicht. Das ist mit Reichweite, ja. Okay. Ja, den anderen Schadensteil habe ich, also Schadensbuff habe ich gar nicht mitgenommen. Ich mag das. Einfach auch wieder ein bisschen. Oh, Mage. Schön, dass auch jemand reagiert mit einem K. Okay, aber keinen Bock auf okay zu schreiben. Nur okay. Okay, K. K. Y. Ja, ein Bogenschützen ist jetzt wieder dazugekommen, aber für einen Magier weg. Was haben wir denn für Zeit? 22 Minuten Video. Gut. Also eben für die Leute jetzt genau wissen wollen, wann ich livestreame, Regnum. Eben meistens abends dann wahrscheinlich, aber wenn es dann einfach zu intensiv wird, weil die Gegner zuschauen und dann wissen, wo ich bin und dann mich angreifen, dann habe ich natürlich auch nicht so Lust. Also ja, einfach mal vielleicht ein bisschen. Probieren einfach. Ja, sowieso nicht einer, der so extrem sauer wird oder so. Oh gut, dass wir da ein Hex und ein zwei Bashis haben. Ah, da kommt noch einer, einen einfachen Schützen. Ah! Okay. Suicide! Also den helfe ich jetzt nicht. Ja, ich auch jetzt ab, das sind zu viele Egen. So, wir haben keine Chance. Ja, kommen zwar ein paar Leute, aber eben, ich bin noch zu squishy. Ich will jetzt eigentlich riskieren und den Egen da die Krips zu geben, die zwei oder so, die sie bekommen, durch ein 10 11 Level niedriger. Ja, die haben sich natürlich side-sided, von mir aus. Aber ich schaue jetzt, dass wir noch ein bisschen etwas anderes zeigen können, vielleicht in Augsburg. Ja, aber es gibt keine Nachricht, wenn die Brücke überschritten wird. Ah, diesen Shannarid Castle, okay. Ja. Okay. Vielleicht ist es ein Spiel, aber das ist Mana-Gemeinschaft. Fratello. So, was ist das? Das ist blau. In Many, ja, ist eigentlich zu spät. Aber wir könnten jetzt eigentlich Invasion machen, oder? Ich denke schon, dass wir eigentlich jetzt relativ genug sind. Und ich sollte eigentlich Augsburg ein bisschen beschützen können. Ja, kann ja nicht beschützen alleine. Aber ich meine einfach,
Weil die Igen kommen ja jetzt extra aus Herbret her. Weil sie ja jetzt denken, wir sind alle in Ignis Reich. Aber sollten das Reich beschützen, greifen sie also uns hinterher hinterrücks an. So, jetzt ist Invasion. Ich mache mal ein längeres Video, weil jetzt Invasion ist. Mal schauen, wie weit wir kommen alleine. Weil jetzt gibt es gerade keine Eisen hier. Aber ich werde wahrscheinlich schon viel zeigen können. Wir werden jetzt uns wieder hier unsichtbar machen. Damit wir überhaupt drüber kommen, weil die sind sicher hier irgendwo in der Nähe. Ja. Die sind hier. Ja, siehst du. Ja, das ist ein Eckenturm. Das ist ein Eckenturm, da habe ich gar nicht gesehen so schnell. So. Ja, aber sie sind hier. Aber wieso macht der... Ja, der macht gar nicht mal so viel Schaden wie beim Barbar. Das ist eigentlich wieso. Wieso haben die denn den Eisenturm eingenommen? Was gibt das für einen Grund? Dass wir ein wenig schnell durchkommen, aber das ist ja nicht so schwer. So, 3 Minuten, 2 Sekunden, wunderbar. Aber Manny wird angegriffen. Ich gehe jetzt mal extra nicht nach Manny. Ah, ist ein Schütze, der wird uns nicht sehen. Hab den noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich nach Manny gehe. Und ihnen helfe. Aber das, die sind ja draußen, oder? Dann kann ich nicht vorbei. Dann bin ich hinterrücks. Ich dachte, der hätte mich irgendwie gesehen. Kann es sein, dass ich kurz sichtbar war wegen der Dauer? Naja, das ist noch nicht so weit vorgeschritten. Ja, gut. Ich bin halt immer gerne ein bisschen paranoid. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, da ist noch ein Schatz. Weißt du, im Krieg musst du einfach paranoid sein. Also du musst gerne ein bisschen sicherer sein, als du eigentlich möchtest. Und dann hast du immer so das Gefühl, ja, die Gegner sehen dich, wenn du getarnt bist. Aber stimmt eigentlich gar nicht. Es ist sogar toll, dass die Gegner denken, ich sei dort. Bisschen verarschen, wenn die Leute... Also Sama wird jetzt angegriffen, Manny nicht mehr. Jetzt nochmals getarnt dorthin. Weil ich gehe jetzt auf Nummer sicher, ich will euch halt etwas zeigen können. Weil die sind jetzt auch hier. Sind wieder hier oder da, aber sie sind hier in der Nähe. Also da wahrscheinlich, weil jetzt das Fort angegriffen wird. Und deswegen unterstütze ich jetzt Sama. Und nicht mehr Manny. Manny wird jetzt gerade auch nicht angegriffen mehr. Und hoffe, da finde ich ein paar Mitspieler. Genug. Da ist schon wieder eine. Gut, gehe ich mal dem Arzen nach. Vielleicht wird er ja angegriffen. Ah, er wird jetzt mit dem Reittier. Aber gut. Da ist eine Flagge, eine defensive Flagge. So. Also die wollen jetzt wirklich auch sofort die Burg, das Tor angreifen. Ich habe irgendwie Lust, einfach das Sommerfort noch für die Eisen zu halten. Ich kann aber echt nichts machen, oder? Kann es einfach nicht, das gehen wir lieber zum Tor. So. Summerford ist aber jetzt auch nicht mehr im Angriff. Okay. So, jetzt Alastor ist hier. Sehr gut. Da sind wir eigentlich noch früh genug dran. Sie haben es geschafft, noch die 2 Minuten, also vor der 2 Minuten, das einzuholen. Sonst hätten sie noch ein bisschen warten müssen, scheinbar. Aber gucken wir mal. Da ist nochmal den Schatz. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viel. 6000, ja, ein bisschen mehr als vom Grundbonus, aber der Bonus ist noch ein bisschen höher. Jo. Ja, ein bisschen Level. Die Gegner sind echt sehr, sehr gut zum Leveln, dass sie gelb sind.
So. Wo sind die Eisen? Die sind immer so ganz nah an der Mauer. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwo angegriffen. Ich sehe es nicht bei einem Jäger oder so. Die machen schon gerne manchmal ein bisschen Druck. Sind halt Jäger, die können nichts anderes als nerven. Ich halt. Okay. Sehr viele Leute. Ja, das wird nicht mit einer Invasion. Okay, da ist einer. Der levelt, ja. Aber wo sind die Igel? Soll ich den töten? Ich bin nur ein Jäger, du musst jetzt nicht mich angreifen. Wir machen jetzt hier eine Schlaufe. Es ist besser, wenn wir einfach den Igeln ein bisschen aus dem Weg gehen können. Weil sie wissen, ja, da ist alleine, da könnten wir angreifen. Einfach ein bisschen mehr aus dem Weg gehen, auch wenn es nicht so spannend ist für euch. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Und tu jetzt hier beim Gebirge durchgewiesen werden. Felsen durchgehen. Ja, Eisen sind sehr weit im Nachteil wahrscheinlich. Es wird nichts mit der Invasion. Wir brauchen unsere Edelsteine wieder. Jetzt schauen wir hier, was ist denn mit den Dingen, die am Gruppen kuscheln. Also, der Leveler ist auch wieder weg. Aber wo sind denn die Leute? Die sind meistens hier beim Skelett. Soll ich jetzt wieder mehr zu Ding gehen? Zum Mauer, also zum Tor. Also sie sind meistens hier beim Ding. Also ich bin schon viele Invasionen dabei gewesen. Die waren eigentlich immer hier. Bei diesen Steinen hier. Ja, da sind sie. Okay. Ja. Der Nuki ist auch hier. Hallo Nuki. Danke, dass du mich auch ein bisschen supportet hast. Und ja, Lexi, Lexi, Fixi. Mach noch Grüße. Oh, kann ich eben nicht. Weil ich im Angriffsmodus bin und das Leben bin. Okay, gar keinen Sound abgespielt. Ja, der Sound vom Löwen geht nicht. Na, merkt ihr, wieso ich manchmal auch ein bisschen gerne nörgle, kleine Sachen sage? Sound geht einfach nicht. Schlange angreifen. Schlangen sind böse, böse Tiere. Sie picken, beißen, nerven. Ich will die Leute helfen. Ich mache so wenig Schaden, merkt ihr? Ich habe voll nicht auf Stärke geskillt. Nur eben auf dieses Ding. Was ist Tokmos? Ist das der Gegner, der bei uns der Löwe ist? Säbelzahntiger? Scheinbar diese Echse. Schade, dass sie den gekillt haben schon. Gerne auch mal noch ein paar von diesen Erzen. Und was bekommt man von denen? Ich weiß gar nicht, was man da bekommt, weil ich sie noch nie gekillt habe. Das Gomme et mi bro. Aus der Amaranthnite. Die Sauerkraut ist hier Valius of Alisios. Das ist noch nicht so bekannt, oder? Honor und Gloria ist noch bekannt von sehr viel früher. It's Trolling Time, den kenne ich auch schon seit
ja, 2, 3 Jahren. Ja, manche richtige Sucht ist in mir. Cheve. Hardy. Juliette Hardy. Laufen kann. Tja, ja, der hat sich natürlich wieder. Oh je. Aber ja, die Leute warten einfach immer zu lange. Sie merken, ja, wir brauchen noch mehr Unterstützung, aber die Unterstützung kommt nie. Das ist leider auch ein bisschen langweilig im Eigenen. Ah ja. Ich habe ja gesagt, vieles gesagt, dass jetzt eigentlich wieder gut ist in Regnum. Aber eben, das war nicht tatsächlich. Also, vor allem dieser Zusammenhalt, der, dass ihr immer noch spielt, obwohl das Spiel bei vielen jetzt nicht so, der Burner ist natürlich. Sie spielen es trotzdem. Es ist einfach fabelhaft. Und deshalb spiele ich das Spiel ja auch schon seit Beta, eine große Beta. Ich kann nicht weg, weil ich genau weiß, ja, die Spieler sind toll. Aber dass dann wieder Leute kommen, die nörgeln müssen, weil sie irgendwas gehört haben oder so. Ja, das ist eben dieses Zeug. Ja, ich sei nicht gut oder ich hätte irgendwelche Probleme. So Sachen, ja. Dann meint das doch von mir, bitte. Es ist euer Problem. Das Spiel einfach super. Auch wenn ich eben, ein paar Sachen negativ sage, bringe. Aber die Leute hören nur das Negative von mir. Ja. Sonst würde ich ja so reden. Oh Mann, das Spiel machen wir nicht gut. Das Spiel ist schlecht. Oh, das nervt mich. Dabei, schaut euch mal die Community an. Jetzt ist endlich wieder was los. So viele Leute habe ich schon Ewigkeiten. Ja, schon in Darkestborg, aber sonst habe ich kaum gesehen. Also es ist. Es ist einfach toll, dass ihr manchmal wieder zu uns kommt und auch mal wieder spielt. Oh, das Schwert ist geil. Das ist ein Ignis-Schwert, ne? Kennt das jemand? Also kann mir das sagen, was das für ein Schwert ist. Wahrscheinlich vom Ignis-Drachen. Ja, nicht vom Drachen, aber... Ja. Ich kenne halt auch noch nicht so viel. Also, ich kenne schon viel, aber... Das ist auch nicht alles. Du hast jetzt wieder eine Mütze auf. Ich habe ja bei Magi auch eine Mütze auf, aber auch nur, weil ich nichts habe auf dem Kopf, das schön aussieht. Ach, bitte nicht. Ihr seid zu wenig. Sie machen es trotzdem. Ah. Okay, ich bleibe hinten. Aber ich zeige euch so ein bisschen den Kampf von weiter weg. Ihr könnt, glaube ich, das Video auch ein bisschen zoomen. Also macht das am besten einfach, aber ich möchte mich nicht irgendwie, ja, reinwerfen in die Schlacht. Typisch Argentinier. Ich wollte was schreiben, aber der A-Knopf habe ich noch gedrückt. Also Leute, ich bin der Kameramann, ihr greift mich nicht an, Igen, gell? Und habt ihr gerade das Gesicht gesehen von innen? Los! Beginnt endlich! Ich hab echt gerade keinen Bock zum Schnurren. Na, wenn ich schnurre, dann bin ich auch in Reichweite. Das ist nicht so gut. Ja, aber das Signal ist ein bisschen zu weit weg. Ich hab so. Ja, schon die ersten Schützen natürlich da oben. Aha, du kannst ja abhauen. Ja, es leckt irgendwie auch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ja, genau. Da muss natürlich genau bei mir angreifen. Ich werde sterben, ich werde sofort sterben. Ja. Mann, es nervt einfach, dass die meisten durchgehen. Die sollen nicht durchgehen. Das ist wieder typisch, ey. Also alle müssen sterben hier.
weil wir nicht so Ding sind. Es ist immer das Gleiche. Wir sterben, weil wir vorsichtig sind. Aber die anderen sterben auch vorne, weil sie zu Ding sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich tue jetzt einfach den Film zeigen. Komm, voll Buggy das Spiel. Ey. Das heißt, man hat keinen Balken, nichts zu sehen. Das wird so ein Fail. Die werden alle sterben. Ja, sie sind alle schon tot. Ah, die Syrten greifen jetzt dafür an. Ich finde das genial. Alle sind gestorben. Sogar ich bin gestorben, weil... Ja, es waren mega... Ja, Alcius ist dran, genau. Ja, das ist jetzt eben wieder ein kleines zum Nörgeln. Die Spieler wissen einfach nicht, was sie machen. Aber gut. Das ist eigentlich, ja... Denen verschuldet die, ja, nichts denken. Na gut, was könnte man machen? Ja... Einfach gar nichts machen. Aber immerhin versuchen wir es. Also danke an alle, die da jetzt auch hilfreich waren. Vor allem die Beschwörer mit dem Massenwiederbelebung. Aber das war ein totaler Fail von vielen. Ihr hättet nicht mal angreifen müssen. Ihr hättet nur ein bisschen schnurren können. Ja, oder nochmal warten. Nochmals zurück jetzt zu den Forts. Die verteidigen da nochmal einen Angriff. Oder einfach gar nichts machen. Aber gut. Ja. Jetzt machen wir am besten... Ja. Warten. Das Video beenden. Hä? 42. Ja. Also ich gehe alleine zurück. Ich werde einfach mich unsichtbar machen oder zurücklaufen. Das ist für mich auch noch spannend. Und für euch Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler.